Servus Leute, liebe Grüße aus Wien und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe meines Spezialformats zum Thüringen-Schlag. Ihr seht, ich bezeichne das, was im Moment um uns herum geschieht, als Thüringen-Schlag in Anlehnung an den Preußen-Schlag, die Ausschaltung der damaligen preußischen Landesverwaltung und die Einsetzung eines Kommissars. Warum ich diesen Begriff gewählt habe und warum er tatsächlich zutreffend ist auf diesen Putsch von oben, diese Nötigung Merkels, einen demokratisch gewählten Vertreter, sein Amt zurückzulegen, das werde ich euch am Ende des Videos präsentieren. Zuvor möchte ich ein bisschen auf Genosse Stalin eingehen. Genosse Stalin, mein ganz besonderer Freund aus Thüringen, der Bodo Ramelow, der ist ein seltsamer Politiker. Ich habe ihn immer nur so am Rande mitbekommen, jetzt beschäftige ich mich ein bisschen näher mit ihm. Ich habe gestern ein Video über seinen Stalin-Post aus dem Jahr 2012 gemacht. Das hat das Ganze verbreitet auf Twitter. Der Hashtag Genosse Stalin ging rund. Allerdings bezeichnend, die Mainstream-Presse erweist ihrem Namen als Lückenpresse wieder einmal alle Ehre, kein Bericht darüber. Stell dir vor, ein AfD-Politiker hätte von Kamerad Hitler in Braunau gepostet. Aber das nur am Rande. Aber wir hatten Erfolg damit. Bodo Ramelow ist sich der Schuld offenbar bewusst und hat diesen wunderbaren Tweet gelöscht. Aber Herr Ramelow, Sie müssten es besser wissen. Das Internet vergisst natürlich nichts. Ihre Schande ist archiviert. Es ist trotzdem ein guter erster Schritt, dass Sie Ihre Schuld eingestehen, diesen Tweet löschen. Und der nächste Schritt wäre selbstverständlich, sich öffentlich bei den Opfern des Stalinismus zu entschuldigen für diesen geschmacklosen Tweet. Und zweitens, alle ihre politischen Ämter endlich zurückzulegen. Das macht Ramelow nicht. Er legt nach gestern, spät nachts, wahrscheinlich bei einem Gläschen Rotwein, postet er: Sag endlich Unrechtsstaat. Sag es endlich. Unrechtsstaat. Warum sagst du es nicht endlich? Einfach nur das Wort Unrechtsstaat sagen und dann wird alles gut. Und dann im Caps Lock mehrfach Unrechtsstaat. Und damit verlinkt er zu einem elendslangen Blogartikel, Kategorie Too Long Didn't Read, den Suada spare ich euch, wo er erklärt: Ja, auch diesem Jahr verweigere ich mich dem Gesslerhut. Auch dieses Jahr verweigert er sich der klaren Aussage, dass die DDR kein normaler demokratischer Rechtsstaat war, sondern totalitär. Das will er nicht sagen. Er spricht sich stattdessen: Was für eine bodenlose Heuchelei gegen Bekenntnisrituale. Aus derselbe Ramelow, der permanent ein Nazi-Tourette hat und dauernd vor dem Geist von Buchenwald warnt und in einem unfassbar, wie ein hoher Priester des Schuldkults in permanenten Bekenntnisritualen alle anderen fordert, sich ihm zu beugen und das missbraucht und ausnutzt für seine Tages- und Machtpolitik. Derselbe Ramelow ist auf einmal unglaublich wehleidig, wehrt sich gegen Bekenntnisrituale und will sich nicht distanzieren von einem Unrechtsstaat, einem totalitären, in deren Tradition der sozialistischen Einheitspartei seine eigene Partei steht, die sie auf die PDS und auf die SED zurückführt, in die Ramelow freiwillig eingetreten ist. Wie krass Ramelow in seinen Bekenntnisritualen gegen rechts ist, das erfuhr am eigenen Leib der Bundestagsabgeordnete der AfD, Stefan Brandner, der Buchenwald, die Gedenkstätte, besucht hat und dafür auch nochmal kritisiert wurde vom Ramelow, dem Hohepriester des Schuldkults, denn er hat sie am 8. August besucht. Und Ramelow sagte, damit habe er geheime Zeichen der Nazis, die Chiffre 88 oder 18 bedienen wollen. Und dieser Mensch beschwert sich über Bekenntnisrituale. Aber was können wir noch bei Ramelow sagen? Ramelow hat Frau und Hund, die mag er auch sehr, und twittert, auch für einen gewählten Vertreter, muss ich sagen, ziemlich infantil und kindisch folgendes: Hallo Schatz, ich liebe dich, Herzchen-Emoji. Und danke dir von ganzem Herzen, dass du mir den Rücken frei hältst. Selbst unser Attila der Hundi leidet unter der derzeitigen Situation. Alles wird gut, Batschi, Küsschen. Erstens ist das kindisch und peinlich, das gehört auf WhatsApp und nicht öffentlich auf Twitter. Aber okay. Und offenbar hat Attila der Hundi, also der Hund von Bodo Ramelow und seiner Frau, einen eigenen Twitter-Account. Was postet dieser Attila, der Hundi? Der Hund ist offenbar auch ein großer Fan von Bodo Ramelow, Bodo Still My President, was wahrscheinlich eher gegen Bodo Ramelow spricht. Aber was twittert Attila, der Hundi? Attila frisst keine Kaka, mit 3K geschrieben. Attila ist nicht dumm, verrücktes Smiley. Das twittert Bodo Ramelows Hund, oder wie auch immer den Account managt, den Bodo Ramelow offiziell in einem Twitter-Post verlinkt. Weiters twittert Attila, der Hundi: Bernd Höcke ist ein Faschist, Bernd Höcke ist ein Faschist, Bernd Höcke ist ein Faschist, etc. in einem Sprechdurchfall. Allmählich glaube ich wirklich, dass da der Hund auf die Tastatur schlägt. Und weiters twittert der Hund: Wir haben jetzt rund um die Uhr Schutz vor unserem Haus. Wir wollten und wollen es nicht benutzen. Wir wollen keine Sympathie als Opfer erzeugen. Opfer? Opfer?
Während die von der Linken instrumentalisierten und finanzierten Antifas FDPler anspucken, angreifen, Kemmerichskinder unter Polizeischutz stehen, steht Bodo Ramelow als Opfer da. Unfassbar. Und mein Mann macht gute Politik für Thüringen, daran lässt er sich messen. Offenbar ist Bodo Ramelow mit Attila, seinem Hund, verheiratet. Denn seine Frau, glaube ich, kann es nicht sein. Wenn es seine Frau posten würde und twittern würde und Attila der Hundi, würde dieser Tweet nicht erklärbar sein. Attila der Hundi schreibt: Ich bedanke mich bei allen Mitarbeitern von meinem Papa. Herzchen. Also ein seltsames Twitterwesen, dieser Hundi-Account, den Bodo Ramelow selber eingebracht hat in die Politik, indem er ihn verlinkt hat in seinem Post. Der sieht Bodo Ramelow als seinen Papa, als seinen Mann, erklärt, dass er keine Kaka frisst. Und das, meine Freunde, das ist die deutsche Innenpolitik. Das ist eine Schande. Bodo Ramelow übrigens hat am 27. November 2011 die Rache des Journalisten ist das Archiv folgendes getwittert: Erst Advent beginnt mit Blockaden, Advent, Advent, der Castor brennt, erst eins, dann zwei, dann kesselt die Potzelei. Wahrscheinlich ein Rechtschreibfehler. Das ist der bürgerliche Kandidat der Mitte, den Annegret Kramp-Karrenbauer ihre eigene Landes-CDU zu wählen zwingen wollte. Gott sei Dank ist sie zurückgetreten und ich hoffe, dass jetzt ein Prozess der Heilung in dieser Partei beginnt, denn die Richtung, in die wir gehen, ist katastrophal. Die SPD macht einen Antrag im Landtag in NRW. Gesetzentwürfe, die durch die AfD eine Mehrheit erreichen sollen, für ungültig erklärt werden. Völlig absurd, eine absolute Abwicklung der Demokratie. Und wohin der Weg geht, das hat uns bereits Herr Bangel in einem Zeitartikel vor einigen Jahren gezeigt. Ihr erinnert euch, Herr Bangel, der auf die Wahl in Thüringen folgendermaßen reagierte: Der Osten muss besiedelt werden, massiv. Es muss ein Skandal werden, dass manche Menschen mit Migrationshintergrund sich nicht hintrauen. Und vor allem darf die AfD nicht die geringste Machtperspektive bekommen. Also um die Machtperspektive der AfD abzuschalten, soll man mit Demografie die Demokratie zerstören. Und Herr Bangel schrieb 2016 in einem prophetischen Artikel, was die Bundesregierung, was die Merkelisten wahrscheinlich mit dem deutschen Osten vorhaben, insbesondere nachdem sie Herrn Hirte abberufen haben. Ich zitiere: Was in Sachsen geschieht, geht alle an. Schon damit sich diese Kultur des Hasses nicht weiter ausbreitet, ist es eine Sache aller Deutschen, was in Sachsen geschieht. Sicher. Kein Gesetz kann das träge sächsische Bürgertum dazu verpflichten, sich endlich gegen den Rassismus zu erheben. Keine Regierung kann den Pegida-Anhängern einbimsen. Einbimsen. Dass Menschlichkeit und Vertrauen die Grundlage eines funktionierenden Gemeinwesens sind. Was für eine Frechheit. Die Grundlage des funktionierenden Gemeinwesens zerstört genau diese Besiedelungspolitik der Ersetzungsmigration, indem sie das Vertrauen vernichtet, weil sie einen brüchigen Vielvölkerstaat, ein postdemokratisches Banden- und Clan-Gangland schafft, Herr Bangel, von dem Sie in Ihrem Tintenburg, in Ihrem Elfenbeinturm nichts mitbekommen. Aber jetzt kommt, hört sich an, was der weiter schreibt. Was eine Lösung für das renitente Sächsische und Thüringische, das Wahlvolk in den neuen Bundesländern ist. Was ein Staat sehr wohl kann, ist sicherstellen, dass seine Gesetze bundesweit zur Anwendung kommen. Das Grundgesetz hat dafür ein Instrument geschaffen, den Bundeszwang. Mit Zustimmung des Bundesrates kann die Regierung einen Kommissar einsetzen, um ein Land zur Anwendung seiner Gesetze zu zwingen. Ist es nicht an der Zeit, die Sicherheit der Flüchtlinge in Sachsen durchzusetzen? Mit aller Härte des Gesetzes, wie es an anderer Stelle immer so schön heißt? Vielleicht wäre das der Anstoß, den Sachsen braucht. Also, ihr lieben Sachsen, ihr lieben Thüringer, was ihr braucht nach Bangel, das ist der Bundeszwang. Das ist die brutale Härte des Gesetzes durch einen Kommissar von Merkel, der euch zwingt, dass ihr Multikulti-Politik durchsetzt. Das steht zwischen diesen Zeilen in dem Artikel und deshalb nehme ich die Bezeichnung von Thüringen-Schlag auch nicht zurück. Es spielt sich genau dasselbe wieder ab. Eine herrschende Leitideologie versucht mit aller Gewalt, mit aller Brutalität die Demokratie auszuschalten. Vergesst niemals, der Grund, warum das stattfindet, der Grund, warum die AfD derartig angegriffen wird, warum Kemmerich zurücktreten musste, warum jetzt alle Anträge, die mit Stimmen der AfD zustande kommen, automatisch ungültig werden sollen, ist: Die AfD ist die einzige Partei in der deutschen Politiklandschaft, die relevant ist und sich gegen die Politik des Bevölkerungsaustauschs gegen den UN-Migrationspakt gestellt hat. Diese Partei vertritt eure Interessen, aber ihr müsst mehr machen, als nur zu wählen. Ihr müsst auch auf die Straße gehen und ich bitte euch, am kommenden Montag nach Pegida zu kommen, um Höcke zuzuhören und zuzujubeln und genau diesen Christian Bangels, diesen Ramelows und Attila, seinem Hund, zu zeigen, dass es noch Patrioten in Deutschland gibt, die nicht dabei zuschauen, stumm, wie vor ihren Augen die Demokratie abgeschafft wird.